Warum treten Menschen aus der Kirche aus? Dazu haben die Evangelische Landeskirche Württemberg und die Evangelische Kirche Westfalen Menschen befragt, die ausgetreten sind. Diese Pilotstudie wurde bei einer virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch vorgestellt. Im Jahr 2020 sind aus der Württembergischen Landeskirche rund 20.000 Menschen ausgetreten. Das seien zwar weniger Austritte als im Vorjahr, aber die Zahl sei immer noch zu hoch, so Landesbischof Juli bei einer Online-Pressekonferenz. Wir nehmen diese Zahlen natürlich sehr ernst. Kein Achselzucken, sondern wir setzen uns mit den Gründen für Kirchenaustritte auseinander. In dieser Krise geht es nichts anderes, als einen Spagat hinzubekommen. Uns darf nicht gleichgültig sein, was unsere Mitglieder von uns erwarten und wo sie enttäuscht aus der Kirche austreten. Deshalb hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg gemeinsam mit der Evangelischen Kirche von Westfalen eine Studie zu den Austritten gestartet. Dazu wurden Personen angerufen, die erst kürzlich ausgetreten waren. Ihre Gründe können in drei Motivbündeln zusammengefasst werden. Einmal gibt es Motive, die sich auf das konkrete Handeln der Kirche beziehen. Also, wo man etwas Konkretes hat, an dem man sich am Handeln der Kirche geärgert hat. Ein zweites Motivbündel beschreibt eher den Glaubensverlust oder die Indifferenz der Kirche gegenüber. Und ein drittes Motivbündel ist das, was wir jetzt mal individuelle Nutzenabwägung genannt haben. Also die Frage, was muss ich für meine Kirchenmitgliedschaft tun, zum Beispiel Kirchensteuer zahlen, und was bekomme ich dafür, also eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Große Unterschiede gäbe es auch zwischen den Altersgruppen. Jüngere Menschen seien ausgetreten, weil sie nicht an Gott glauben oder keine Kirchensteuer zahlen wollten. Ältere Menschen dagegen hätten konkrete Ereignisse so geärgert, dass sie ausgetreten seien. Dabei sei aber eine Sache überraschend gewesen. Mehr als 6 von 10 Befragten sagen, obwohl sie, also Sie müssen sich vorstellen, die sind jetzt gerade vor einigen Wochen aus der Kirche ausgetreten, die sagen, ich finde es wichtig, dass es die evangelische Kirche gibt. Die Zustimmung dazu, das Bedürfnis, dass Kirche in unserer Gesellschaft da ist, sehen die gerade frisch Ausgetretenen weiterhin sagen, also sie finden es wichtig. Und ich glaube, das sollte uns als Institution auch ein Stück weit zu denken geben, wie wir da stärker vermitteln können, dass individuelle Mitgliedschaft und im Prinzip ja dann damit einhergehend auch die individuelle Kirchensteuerzahlung wichtig ist und notwendig ist, damit es Kirche in Zukunft geben kann. Diesen Ansatz greift die Landeskirche auf. Sie wolle deutlicher zeigen, welch großer Strauß an Aktivitäten mit der Kirchensteuer finanziert werde. Denn viele Leistungen der Kirche seien nicht bekannt. Hier wollen wir mit unserer neuen Kirchensteuerbroschüre, die Ihnen ja auch vorliegt, mehr Transparenz schaffen und insbesondere Menschen, die Kirchensteuer zahlen, zeigen, wozu es Kirchensteuer braucht und was sie mit ihrem Beitrag alles bewirken. Und das ist aus unserer Sicht auch durchaus ein Grund, stolz zu sein. Außerdem stellen wir richtig, dass die heutige finanzielle Belastung nicht mehr der historische Zehnt ist, sondern im Durchschnitt nur bei etwa 1% des Einkommens liegt. Fast die Hälfte unserer Mitglieder zahlt sogar gar keine Kirchensteuer, da ihre Einkünfte unter der Besteuerungsgrenze liegen. Wer sich dafür interessiert, in welche Leistungen die Kirchensteuer fließt, findet die Broschüre Kirchensteuer wirkt unter der eingeblendeten Homepage.